Oh, das Target kann man nicht zerstören. Ne? Scheiße. Was meinst du? Ich habe dir eine schlimme Waffe gegeben. Ich glaube, so nah kann die gar nicht zielen, oder? Kann das sein? Ach, mit ein bisschen Übung trifft man das. So. Nein! Oh Gott, wo bist du? Ah, hier. Stimmt, aber ich kann gar nicht getroffen werden, kann das sein? Wenn ich jetzt direkt auf mich ziele? Nee, passiert nichts. Nur wenn ich aussteige. Jetzt ist die Waffe für alle Zeiten unbrauchbar. In der Tat. Aber durch Style kann man jetzt auch nicht mehr, ne? Oh, doch. Versuchen wir es doch einfach. Tatsache. Es funktioniert. Nee. Nicht? Wurde getötet. Du gehst hier seitlich so rein. Zack. Oh, jetzt bin ich auch tot. Merkwürdig. Ja. Aber wenn du von hinten mal guckst, ja? Oh. Ja. Da siehst du, wie es war, wenn du so ein bisschen den Winkel erhast. Nein, ich sterbe auch. Man kommt auch nicht rechtzeitig ran. Oh doch, ich hab's geschafft. Oh, aber es. Hey! Aber selbst wenn es aus ist, lässt es sich noch steuern. Ja, der Satellit. Das erscheint mir ein wenig unfair. Minimal. Minimal, sagt er. Ihr mich auch. Hast du eigentlich gespawnt und bist gleich von ihm erschlagen worden? Na klar. Okay, was hast du gemacht? Durch die Tarnung? Hä? Ehrlich? Das hat doch letztes Mal auch funktioniert. Dachte ich zumindest. Jetzt hab ich trotzdem natürlich die Konsole weggeklickt. Oh, es darf ja relativ schnell gehen. Weißt du, ich wollte mich jetzt tarnen, der hat auch die ganze Zeit beim Tarnen nicht mehr Skriptfehler angezeigt, auch beim Singleplayer-Mod nicht. Ja. Hat ja auch eben mit der Tarnung funktioniert, ohne Probleme. Vielleicht lag's ja. Also, wo ich dir Star getarnt habe. Ja, vielleicht lag's noch an meinem Todeskletter, der hinten noch rumlag. Ich hab zur Sicherheit mal wieder alles entfernt. Dann gibt's jetzt Schlacht. Mein Paddle Jumper gegen dein was auch immer. Hey, ich will die Achso. Man kann das Ganze natürlich auch noch ein bisschen interessanter machen. Inwiefern? Nein. Wirst du schon sehen. Ja, genau davor habe ich einen. Die Ebay-Werbungen werden auch immer bescheuerter. Ebay? Läuft gerade was im Fernsehen oder wie? Ja, eine Ebay-Werbung. Ich wusste gar nicht, dass es die überhaupt noch gibt. Ja. Oh nee. Na, früher haben sie doch immer mit diesem. Auch, ja. Die hatten doch mal diesen Slogan 3, 2, 1, meins oder so. Ja. Nein, hör auf, die brauchen wir doch noch. Ach so, als die Scheibe oder was? Ja, klar. Tut mir leid, das ist immer so ein Reflex, wenn ich solche Dinger sehe, erstmal drauf schießen, dann Fragen stellen. Ja. Begann dann auch einsteigen. Okay, wie war das? Wie konnte ich die Waffen ausfahren? Du! Die Treffen ist noch eine ganz andere Frage. Ja, nicht. Aha. Tatsache, das ist wirklich
Ja! Und warum? Es ist die Tarnung, warum auch immer. Letztes Mal hat's doch funktioniert. Warte mal, Tarnung war mit welcher Taste? Halt. Tatsache. Jetzt will ich mal ausprobieren. Wenn ich jetzt die KI aktiviere, ob die mich sehen? Nee. Tatsache. Okay, warte mal. Danke. Was meinst du? Die schießen auf mich und jetzt bin ich wieder rausgefahren. Okay. Und zwar diesmal wegen. Lua includes util, bad argument, number one to min. Kann ich nicht entziffern. Kryptische Fehlermeldung. Ja. Ja. Manchmal sagt man nach genau den Lua-Fehler. Manchmal kann man auch einfach nicht identifizieren. Ja, das ist ja leider meistens so. Ich weiß gar nicht, habe ich schon die Errungenschaft mit dem Lua aber? Ja, garantiert, die aber noch einmal als erstes. Hier wieder. Get table, Bindestrich, not a table. Aha. Das ist wirklich eine merkwürdige Fehlermeldung. Engine Error. Komisch, ehrlich. Lesen wir das gleich mal nach. Würde mich jetzt auch mal interessieren, ehrlich. Okay. Sniper hat das Spiel verlassen. Sniper timed out. Ich glaube, weil du gerade rausgetappt bist, ne? Ja, aber trotzdem, guck erstmal den Fehler nach, das würde mich echt interessieren. Ja. So lesen wir uns mal den einzigen Tweet, den man da zum Internet findet, anscheinend durch. Gut. I get this crash up whenever I try doing end test needle. Outside anything, it's an entity in it, Lua. Is expected. Aha. He did okay, I can crash after I started Gmod and tried again. No idea what causes then. Anyone have an idea? Aha. Okay, nee, edit. And there it happened again. Seems like it happened when I start a new game after I've added. Entity file. Something to do with auto refresh. I have been getting this randomly by spamming the entry control command, constantly living and it rejoining a server. Crash logs. Ich meine, abgesehen davon, dass dein Englisch natürlich wie immer formidabel ist. Ja, formidabel russisch Akzent, ja. Nee, könntest du mir gerade nicht erklären, was das genauso bedeutet. Egal, ist auch ein Engine-Fehler. Ja, scheint wahrscheinlich dann am Mod zu liegen. Ja, an der Version. Sicherlich. Hm. So, ich komme noch einmal rein. Na klar. Und tja. Huch, sind auf einmal drei von online. Ja, toll. Meine Güte. Ja, ne? Wo kommen die denn alle her? Obwohl ich nur zwei erkenne. Was, ehrlich? Nein. Hätte ja sein können. Naja. Vier von, nee, fünf von vier Personen könnte ich rechnen. Aber du könntest auch mal eine neue Map abnehmen, dann gehen wir noch ein bisschen zum Abschluss rein in die fünfte Rasse. Ja, das wäre in der Tat noch eine gute Idee. Oh, Errungenschaft. Fortschritt.
da wäre? Kriegszone. Hä, wofür kriegst du nicht? Keine Ahnung, ich habe gerade ein paar Combine getötet. Ach, wahrscheinlich sollen so viele Gegner getötet. Mhm. Warte mal, kann ich das intern ändern, die Map? Ja. Aber brauche ich die Konsole, wa? Okay. Map. S. G1. Zack. Er lädt. Was sagt eigentlich die Uhrzeit? Oh Gott. Ah, es ist schon wieder 10:30. Mhm. Dann würde ich sagen, zeigst du mir noch schnell die Dinger und dann machen wir für heute erstmal Schluss. Ja. Ja. Ach, so geil, das wirklich im Fernsehen. Sag mal, vielleicht kannst du mir mal das mal erklären. Warum hat man den Fernseher an, während man am Computer sitzt? Hast du doch auch. Bitte? Hast du doch auch. Ich hab doch noch nicht mal einen Fernseher hier im Zimmer. Hm. Oder hattest du aber früher? Ja, aber der war nie an, während ich den Computer anhatte. Echt? Ich habe meinen Fernseher fast nie angehabt, außer mal vielleicht abends für eine Sendung, aber dann hatte ich den Computer nicht an. Hm. Echt? Weil man es laufen lassen kann. Ja, aber ich meine, du bist ja auch gar nicht auf die Sendung konzentriert. Die Map schon auf? Nee. Ich hoffe, der ist jetzt. Oh, jetzt. Er lädt immer noch. Ah, jetzt kann ich auch reden. Okay. Nee, aber ich meine, auf der einen Seite kriegst du ja das Fernsehprogramm nicht richtig mit und auf der anderen Seite wirst du auch beim Spielen abgelenkt, oder? Nö. Nicht? Ich guck nur zum Fernseher, weil er gerade wieder lädt. Aha, und ja, und warum hast du den sonst so an? Einfach wegen ein bisschen. Er war an. Hätte was geguckt. Und dann hast du ihn sozusagen angelassen. Ich hab immer auf lautlos gemacht, genau. Tja, hey, Strom, FTW. Hm. Nee, ich dachte bloß letztes Mal eine gute Erklärung dafür, weil hier, Koshi macht das ja auch. Nee, aber der macht das auch immer. Mhm. Ich weiß nicht warum, weil ich denke dann immer, entweder beim Spielen gucke ich immer so aus den Augenwinkeln rüber und dann bin ich ja doch ein bisschen abgelenkt. Und auf der anderen Seite, naja, wenn da irgendwas Interessantes läuft, dann kriege ich es vielleicht nicht mit. Ist doch ein Teufelskreis. In der Tat, in der Tat. Aber nur für die kleinen Hauen. Aha. Ein Genie überblickt beides. Ist da schon eine Map drin? Nein. Das ist auch noch nicht. Nee, die ist auch ein bisschen größer. Ich glaube, die braucht einfach ein bisschen mehr. Ja. Aber weißt du, das sind immer so eine gute Gelegenheit, um über Gott und die Welt zu labern. Ja, das habe ich auch gerade versucht. Ja, das klick ich auch versucht. Ach, tatsächlich. Dann bring du doch mal ein Thema auf. Russentor. Haben wir denn darüber noch so viel zu erzählen, außer dass die, dass man solche Server ja vermeiden sollte? Naja, das heißt vermeiden. Es hat ja schon Spaß gemacht. An diese Arena-Map. Ja, das stimmt schon, aber ich meine,